Willkommen zurück zu einem neuen Video, heute mit Neues aus der Werkstatt. Und ja, heute neu passt wirklich, ich bin da ganz aufgeregt, ja. Hab da wieder ein kleines neues Spielzeugchen. Ja, eine schöne Sissy Bar für meine 4D8, nichts von der Stange, sondern so handmade. Aber als erstes zeige ich euch mal, wie das geile Ding aussieht. Seid gespannt. Da haben wir das gute Stück. Das sind jetzt hier die Halter. Ja, jetzt kann man zum Vergleich mal eine andere holen. So. Ja, sieht man den Unterschied natürlich ganz deutlich. Deutlich. Ist schmaler. Die ist breiter. Warum ist die breiter? Weil die von außen aufgesetzt wird. Ja. Also sie wird echt von außen aufgesetzt, dann die Schrauben hier durch und dann sieht man das immer alles so doll. Bei dieser haben wir den Vorteil, dass man das alles nachher nicht sieht, weil das hinter den Streben vom Rahmen verschwindet und man wirklich dann bloß die schöne Stange sieht. Die werden wir jetzt erstmal grundieren und dann werden wir sie lackieren, damit wir sie morgen anbauen können. Würde ich sagen, packen wir mal an die Sache und ja, Attacke, ne, wie immer. Und wir fangen an, bevor wir lackieren. Ja, kann man kaum noch lesen, ne? Silikonentferner von Würth, wie gewohnt bei mir. Und erstmal richtig schön reinigen und entfetten das Ganze. Haben wir die Finger gleich wieder mit entsilikoniert. Das Ganze lassen wir jetzt mal ein bisschen ablüften. Putzlappen hier, mal die Finger abwischen. Wie gesagt, das Ganze lassen wir jetzt noch ein bisschen ablüften und dann werden wir erstmal ein wenig Grundierung aufbringen. So weit, so gut. Der Silikonentferner ist jetzt schön abgelüftet. Also machen wir erstmal unsere Grundierungsschicht hierzu. Nutze ich wieder mein Grundierfüller in Hellgrau von Würth, kann ich sehr empfehlen. Trocknet wie Sau. Ja, innerhalb von 8 Minuten, sag ich mal, können wir da bereits überlackieren. Davon werden wir jetzt mal ordentlich was raufbringen. So, grundiert ist es. Das Ganze lassen wir jetzt ein bisschen abtrocknen. Wie gesagt, so 8 bis 10 Minuten und dann können wir das Ganze auch vernünftig dann überlackieren. So, die Grundierung ist schon mal trocken. Oh, jetzt knallen wir noch ein bisschen schwarz rüber und dann ist das fertig. Und beim nächsten Mal, wenn ich meinen neuen Lacksatz mache, dann werde ich aber hier das Kreuz, das werde ich dann weiß machen und so. Das kommt noch. Ja, wir haben uns noch einen Schwarz rauf hier, Fast Finish, Autolack, 2K Lack. In Schwarz-Brillant-Glanz werde ich unten auch nochmal mit verlinken. So, jetzt ballern muss auch schnell ein bisschen Klarlack rüber. Auch Fast Finish wieder. Ne, muss ja fast gehen hier. Also. Schwarze passt soweit. Das sieht gut aus alles. Also nur ein bisschen Klarlack rüber und dann ist das gut. Ja, würde ich sagen, das wird auch schon wieder mit durch, ne? Lassen wir den ganzen Mess mal ein bisschen trocknen und dann werden wir das morgen mal anfriemeln und dann gucken wir uns das mal an, wie das dann nachher verbaut aussieht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, für heute war es das. Sissy Bar ist fertig. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ne? Denkt dran, hier Daumen, Glocke, diesen ganzen Fille-Fans, was ich da immer zum Schluss sage, weißt du? Aber das wisst ihr ja langsam. Einfach drücken, nicht überlegen, drücken. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video, wie es dann ausschaut, wenn die neue Sissy Bar angebaut ist.
seid gespannt. Bis dahin dann, Rinn geballert und tschüss.